Hallo Leute, mein Name ist Gamax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit bei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, und wir haben ja erfolgreich jetzt in der letzten Folge die Eisenplatten angeschlossen. Ah, werden ja jetzt endlich extern produziert, so quasi. lassen wir uns jetzt schön zum Bahnhof schicken und jetzt sprüht das gerade alles ganz gut. Genau, also wir haben überall Eisen, wo wir Eisen brauchen. Das hat jetzt alles ein bisschen gedauert, bis das sich nachgeschoben hat. Das staut sich jetzt alles. Und jetzt haben wir auch genug auf den Bändern. Jedenfalls sieht das gut aus. Ja. Jo. Genau. Jetzt haben wir natürlich immer noch das Problem mit dem Stahl. Das genau. Haben wir jetzt lange Zeit. Natürlich sind jetzt die Bänder momentan voll. Das liegt auch daran, weil wir gerade mit der Forschung fertig geworden sind. Und die Sachen, die viel Stahl brauchen, ja, werden gerade nicht benötigt. Genau. Und deswegen haben wir jetzt gerade überlegt, wir bauen die Stahlproduktion um. Ja, die Stahlproduktion. Die Stahlproduktion. Und zwar genau, und zwar mal meine Idee, dass ich sie so baue. Hier unsere Kupferproduktion. Das müsste eigentlich reichen. Für deine Bahnproduktion hier setze ich mal eine Anbieterkiste, eine Nachfragekiste hin. Das müsste eigentlich reichen. Ja, mir fällt gerade auf, ich muss mir mal schnell Prozessoren noch absneaken, bevor das dann nicht mehr so rosig aussieht. Weil ich noch ein paar Hangar Stufe 2 brauche. Warum brauche ich das? Beziehungsweise heißt ein paar, ich habe noch gar keine. Warum ist hier kein. Ach, da. So. Batterien brauche ich. Und was brauche ich noch? Ich brauche Energie MK Schild 2 hier. Zwei Stück. Wie viel Platz habe ich denn bei mir eigentlich? Das geht ja. Ich muss gestehen, ich habe bei mir überhaupt keine Schilde drin. Sicherheitshalber, falls ich mal gegen den Zug laufe, dass ich nicht gleich sterbe. Ja, das ist ja auch. Wäre jetzt nichts Ungewöhnliches bei mir. Ja, eben. So, da haben wir Batterien. Kannst du mich schon mal nebenbei craften? Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass hier alles weg ist. Scheiße, haben wir viele Batterien, ey. What the fuck? Brauche ich aber auch. Ich brauche 200 irgendwas Batterien. So. Stahlplatten brauche ich einige. Quatsch, Stahlplatten, Eisenplatten. So, bauen wir zwei Stück davon. Alter, what? Was brauchst du dir eigentlich gerade? Schilder, oder? Zahnräder. Ach, verdammt. Ich hab doch genug Zahnräder. Wir wollten ja noch das hier umbauen. Jetzt die Frage, wo wollen wir die denn hinstellen überhaupt, die Lagerkisten, die da drüben standen? Sollen die vielleicht hier mit? Sollten wir mal irgendwo ein Zentrallager bauen oder so. Ja, okay, das machen wir später. Ich meine jetzt kein riesengroßes. Wie mit unserem Zentrallager. Ein temporäres Zentrallager. Wir haben doch irgendwo schon mal, genau, da haben wir doch schon mal eins angefangen. Genau, dann bauen wir jetzt erstmal hier ein temporäres Zentrallager. So, sollte erstmal reichen. So, Hauptsache, mein Anzug wird in die Richtung würde ich nicht laufen an deiner Aha! Stelle. Das ist schrecklich. Ja, ich weiß. Deswegen, ich sag doch, in die Richtung würde ich an deiner Stelle nicht laufen. Oh, was alles liegt. Was liegt da? Produktivität können wir mal forschen. Ich sehe gerade die Lilanen, die hängen so ein bisschen nach. Ja, die brauchten mir irgendwas. Die hängen irgendwie immer hinterher, habe ich da manchmal das Gefühl. Ja. Was braucht denn wir für Ach, die Lichtbogenöfen kommen wieder nicht hinterher. Warum eigentlich nicht? Ja, weil sie jetzt gerade nicht genug rote Schaltkreise bekommen. Was? Die roten Schaltkreise. Ja, guck mal, die roten Schaltkreise. Oh, wie kommt das denn? Wir wollten doch eh mal die roten, die grünen und die blauen separat produzieren. Es gibt nicht genug rote Schaltkreise auf der. Hey, was ist denn da unten mit den roten Schaltkreisen? Da, wo du stehst. Stopp. Ja. Wenn wir davon ein paar abzweigen, die unten über Bloß sind. Nicht. Nein, Bloß die, nicht. Die unten über sind. Ja, okay. Ach so, so ein bisschen, ne? Ja, die unten über sind nur. Ja, Moment, dann das stelle die, ich das mal kurz Das wird ein. Die ja, einfach nur. Die, ich packe die einfach in eine Anbieterkiste. Dann kann man sich die nämlich holen lassen. Verstehst? Mhm, ja, ja. Dann limitiere ich das auf 100 Stück. Hm. Ja, jetzt sind auch gleich sehr viel weniger Grüne da. wir wollten doch eh die grünen, roten und blauen separat produzieren lassen in so einer großen
Hatten wir doch gesagt, ja, dass wenn wir die Eisenproduktion fertig haben, also eine Eisenplattenproduktion, dass wir dann auch mal... Dann sollte der Zug sich Eisenplatten holen und dann dahin fahren, ne? Ja, ja, genau. Ah. Also, dass wir ein großes Ding haben, wo wir die ganzen Sachen per Zug anschiffen lassen. Anschiffen? Anzügen lassen? Anzügen? Was? Ja. Ja, man sagt doch anschiffen wegen so. Schiffen und anzügen so. Wegen Züge. Ja. Nein, Quatsch. Anzügen. Was? Es wird auch nicht besser, Gavax. Es ja, wird ja. nicht besser. Hast du noch eine Anbieterkiste? Ich habe gerade keine. Ja, habe ich mehrere. Wo bist du denn? Kannst du mal eine ins System ballern? Ja, das kann, das kann ich machen. Sekunde, Anbieterkiste brauchst du, ne? Genau. Eine passive Anbieterkiste. Jo, bist du im System. Super, du musst die nur erst in eine Kiste tun. Ja. Obwohl, da hätte ich sie dir auch runterbringen können, jetzt mal ganz ehrlich. Okay, ich werde mir auf jeden Fall noch ein Exoskelett bauen. Oder auch zwei. Wie viele hast du denn momentan? Lass mich gucken. Ich habe drei. Drei Stück. Boah, ich habe eins. Ich habe zwei Roboports, drei Exoskelette, vier Batterien und sechs Geschütztürme. Naja, und die Leitwelle. Okay, also einen tragbaren Fusionsgenerator wollte ich noch mir ja, noch bauen. Davon habe ich zwei, weil dann so viel Skelett. Genau, ich habe nur einen. Und dann wollte ich mir vier Roboterhangare bauen. Hm. Das Nachtsichtgerät packe ich mal ein weiter nach oben. Stimmt, genau, da kann der Fusionsgenerator hin. Hier. Noch unsere Produktion für Eisen müssen wir noch umbauen für Kupfer. Genauso eins, zwei, wie drei, das Depot. Vier. Moment kurz. Eins, zwei, drei, vier Exoskelette können da rein. Eins, zwei Hangare. Und dann habe ich noch einen Platz, da kann ich noch eine Laserkanone oder so reinpacken. Die habe ich nämlich auch noch nicht. Meinem Laser. So eine persönliche Laserverteidigung. Eine persönliche Note. Genau. So, habe ich jetzt endlich mal... Nein. Warum kriege ich denn hier keine passive Anbieterkiste? Wahrscheinlich, weil die hier Alarm... Hä? ...arbeiten sind. Was? Wahrscheinlich, weil die Roboter hier oben Alarm arbeiten sind. Aha. Ich versuche doch gerade, die Kisten hätten leer zu machen. Ja, das weiß ich doch nicht. Ah, ne, doch, weiß ich eigentlich ich schon, jetzt war ich, also, ich hab's einfach gekonnt ignoriert. Ja, das kenne ich ja von dir nicht anders. So. Ja, wobei das Problem ist jetzt natürlich, dass... Ach, immer nur Probleme. Ich werde mal hier Stapelgröße auf 1 reduzieren. Weil jetzt staut sich das hier nicht mehr. Hier staut sich nichts. Hier hat sich noch nie was gestaut. Das halte ich alles für Gerüchte. Oder warte mal, ich werde das mal so machen... Böse, hier staut sich alles Gerüchte. So, jetzt brauche ich erstmal meinen Blueprint wieder. Schiebe ich das hier mal alles. Ach Quatsch. Zusammen. Da will ich den haben. Oh, sag mal, wie lange brauchen die denn? So, oder? So. Ich habe schon 150 neue Bauroboter gebaut, ey. Ah, reicht nicht. Nee, tut's auch nicht. So? Obwohl, da sind auch 1200 und... Oh, ja, okay. Ja, vielleicht helfe ich mit meinen doch mal eben nach. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Dann staut sich das nämlich wieder nach. Weil der braucht ja eine ganze Weile. Mit seinem einem Stapel. Das Lustige ist, wenn du beim Abbau hilfst, kannst du gleichzeitig Bauroboter und Logistikroboter blockieren. Ja. Weil die Logistikroboter das hier aus meinem Inventar rausholen. Ja, nee, verstehe ich schon. So, zack. Achso, jetzt kann ich mal meinen Anzug füllen. So, zweiter Exoskelett. Dann Roboterhangar, Roboterhangar. Die anderen beiden Roboterhangar. Ja, ich weiß, mein Inventar ist voll. Ja. So, da kommt der andere Fusionsgenerator hin. Hier kommt die. Aber wie viele kann ich denn jetzt? 50, 100 Drohnen kann ich jetzt tragen. Wie viel? 100. Ja, ja stimmt, mit 4 Stück. Genau, ja. Ich hab... Oh. Clever. Du hast? Ich stell grad fest, ich habe meine eigenen Drohnen mit ins System geworfen. Super. Ich weiß. Wir können doch hier die Drohnenproduktion wieder anwerfen. Die läuft doch sogar. Achso.
Ach, keine Flug... Ja, sind keine Gestelle mehr da. Ja, ja, ich sagte, ich habe gerade welche gebaut. So. Da brauche ich mal ein paar Stück von. Brauche ich mich jetzt selber mal. So, und dann hoffentlich sind da noch ein paar Prozessoren übrig. Ja, super. Und zwar muss ich jetzt noch mal einen Fusionsgenerator Alter. Bei den ganzen Müll, den ich in den Taschen habe, echt stimmt. So, noch einen Fusionsgenerator und dann noch zwei Exoskelette. Ja. Brauchen Exoskelette, brauchen Elektromotoren. Wo haben wir die denn? Die sind irgendwo unten, glaube ich. Ja. Die kannst du sogar anfordern. Ja, ich sehe es auch gerade. So, zwei Stück. So, jetzt mal eben gucken. Den Rest, ach, 10 Stück. Ach, der macht das hier ganz entspannt. Ja, die kann weg. Machen wir es mal so. Auf 1. Zentrifugen, Zentrifugen, aber ja, auch nicht damit. So. Die Lichtbogenöfen. Ach, der Turm. Ach, da steht ja noch. Ja. Also noch hier mehr reichen, Kohle. Also hier reichen die Lichtbogenöfen nicht. Die Lichtbogenöfen reichen nicht, weil da Stahl fehlt. Nee. Und Stahl kommt natürlich gerade nichts mehr an, weil, ja. Ne? Ja. Ja. Weil, erklär's mir nochmal, ich. Ja, ja, weil du die nicht. Produktion abgerissen hast. Was ich? Das halte ich für ein Gerücht. Lüge. Und trotzdem Presse, die Steine da komplett auf zwei Bahnen legen. Okay, was machst du denn da gerade? Weil falsch schon bauen, wieso? Ja, ich möchte mal langsam, dass wieder Stahl ankommt. Ach, was du möchtest. Was ist denn hier mit? Warum reißt denn das nicht ab? Was ist hier? Ja, hier fehlen noch welche zum Abreißen. Reiß die mal ab. Oh, warte mal, ich baue viel zu hoch, stelle ich gerade fest. Kann das alles wieder weg? Ja, das hatte ich noch nicht abgerissen, weil das eben noch im Bau war. Ach so. Im Bau? Du meinst, die haben noch produziert? Ja, die haben noch produziert. Ah, okay. So, Schienen. Nehmen wir mal eine mit. Oder 100. Ah, also sobald die Stahlproduktion wieder läuft, können wir... Wieder Stahl produzieren, das ist richtig, ja. Genau. Nein. Doch. Wo muss denn jetzt da das Eisen rein? Oben und unten. Ah, okay. Ja, du hast es falsch rum, genau. Das, nein, das ist mich nämlich gerade gewundert. Ja, das ist normal. Das ist halt vom Blueprint. Ja. Okay, und... Da ist natürlich die Frage, ob da dann genug Eisenplatten ankommen. Ich denke schon. Ach so, ob Eisenplatten genug... Ja, das weiß ich nicht. Zur Not haben wir ja noch ein 6. Band. Hust. Ja, ich glaube, das werden wir hier brauchen. Wie soll das jetzt da rauslaufen? Wo ist denn das Band hin, wo das drauf, wo der Stahl drauf kommt? Ach, ja, hier unten. Ach da. Ja. Können wir aber umbauen. Keine Ahnung. Das ist ja nicht, ne? Im Prinzip haben wir zwei Bänder. Okay. Und es macht aber irgendwie keinen Sinn, zwei auf. Dann, warte mal. Kannst du hier eins anschließen? Das lebe ich erstmal weg hier. So. Gucken, dann brauchen wir natürlich hier noch eins. Weil hier können wir auch eigentlich eine Anbieterkiste, Anforderungskiste hinstellen. Ja, habe ich doch schon. Achso, nee. Habe ich für Stahl noch nicht gemacht. Habe ich nur für. Ja. Warte, dann kommt hier auch noch Stahl rein. Wie wäre es, wenn du das da abreißt und woanders hinbaust? Ja, mache ich jetzt aber nicht. Steht hier so, ja, okay. Wie du willst. Jo, momentan stört's keinen. So, dann kannst du das nämlich zusammenführen auch. So, und dann kommt dann ein Greifärmchen hin, der das nochmal in eine Anbieterkiste packt. Mit nur zwei. Das hätte ich aber anders gebaut. Und zwar? Nimm das nochmal weg.
wow. Und hier hätte ich, ja, aber hier hätte ich abgegriffen. Was macht das denn bitte jetzt für einen Unterschied? Na, dass du erst hinter dem Teiler abgreifst. Und nicht vom Hauptband, sondern vom geteilten Band. Ach so. Ja, klar. Ne? Ja, Finger weg jetzt. Jetzt, mal, jetzt bin ich da. So. Okay, tschüss. So, zwei. Zack. Zack. Und stopp. Ja, also von Eisen her reicht das sogar. Ja, jetzt sicher? Produzieren denn alle? Ja. So, das einzige, Problem ist, ich bin mir, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Das müssen wir jetzt mal testen. Mit der Produktivität, meinst du? Genau, weil das ja eigentlich auf Eisenplatten ausgelegt ist und Stahl braucht ja eigentlich länger zur Produktion. Ja. Ich befürchte, oder, dass diese eine Reihe nicht ausreicht. Genau. Das war nämlich gerade, wollte ich nämlich gerade sagen. Oder wir bauen eine zweite Reihe. Dann brauchen wir aber definitiv das sechste Band von oben. Weil mit dem einen Band können wir nicht zwei. Das müssen wir dann rechts irgendwie runterholen und das sollten wir aber später machen. Genau, hol du dir einmal einen runter. Und okay, bis gleich. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge für heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, könnt ihr einen Daumen da lassen und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Factory. Also bis dahin. Ciao. Tschüss.